klar. Ein Rennen fahre ich noch. Erste Quali, yes, der Wagen. Was im Finale von Dance Parks passiert? Ich bin optimistisch. Was meinst du, wer gewinnt? Ich. Bei Dance Parks? Tess! Nur ein Witz. Aber fahr konzentriert. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus kriegt den Käse. Bin ich die Maus? Oh, oder der Wurm? Ach, egal. Hab ich in einem Glückskeks gelesen. Rechne damit, dass Jess irgendwas abzieht. Ich bin bereit. Glaub mir. Ich spüre die Spannung steigen. Das wird klasse. Bis dann, Speedy. So, okay. Ja, wir wollten eigentlich das Ding hier noch fahren. Dann saven wir die Money. Und dann werden wir wahrscheinlich morgen uns die Quali angucken. So, was haben wir denn hier? Justicia ist nur knapp drüber. Das heißt, die Kohle nehmen wir uns mit. Was haben wir denn aber? 450? Jetzt können wir uns wetten. Wenn wir nicht genug Kohle hätten. So. So, jetzt gucken wir mal, was Justicia mit gegen unser neues Modell, gegen unser neues Auto machen. Lass mich mal mit euch, ich muss hier weiter. Jetzt hat nämlich, jetzt haben wir nämlich ein Auto, was auch ein bisschen mithalten kann mit den mit der Konkurrenz. Ja, ja, alles gut. Jetzt können wir nämlich hier richtig schön durch die Gegend jagen. Wir haben jetzt das Auto auf 207. Und wir können jetzt schön mithalten mit der Konkurrenz. Wir können. Justicia, die hat mir gesagt, die ist von der Stufe etwa genauso groß wie wir. Die hat ja gesagt, ein Punkt mehr, aber das ist sehr wurscht. Und tschüss. Und das haben wir ohne größere Probleme gewonnen. Boah, wir haben schon Stufe 2,5. Millionär Drive. Aber die bestimmt. Warte mal. Wo ist denn der Millionär Drive? Ich will kurz gucken, was. Wir brauchen wahrscheinlich dafür dickes Preisgeld, ne? 3000. Wir müssen die Kohle erstmal safen. Dann können wir es angehen. Ich würde es mir eigentlich gerne angehen, tatsächlich, ja? Ich würde es eigentlich gerne angehen. Das heißt, wir müssen mal gucken. Können wir nicht zur Arbeit oder zum Einkaufszentrum oder unsere Kinder zur Schule bringen. Autos stehen für Freiheit. Aber Bürgermeisterin Stevenson will uns dieser Freiheit berauben. Autos richten auf unseren Straßen ein Chaos an. Ich bin Holden Parker der Dritte und ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters. Wenn euch Autos und Freiheit wichtig sind, dann wählt mich. Bezahlt von Dextron Petroleum aus der Erde direkt in ihr Auto. Unser Öl könnte nicht reiner sein. Ich kann nicht glauben, dass ich den Typen zustimme. Autos sind unglaublich.
Achso, das ist hier so ein Zerstörobjekt. So, ich nehme mal kurz die Dings mit. Jo, dann machen wir das Geld mit. Und dann machen wir den Millionärs-Drive. Blup. Natürlich könnte man jetzt. Ich muss nämlich die Kohle jetzt sparen für die Quali-Day. Wie bereit sind wir? Bereit? Oder so richtig bereit? Von der Einstellung her passt's. Was das Auto angeht, gibt's immer noch was zu verbessern. Wie eine Unterbodenbeleuchtung. Ja, wir müssen erstmal noch auf Freitag gehen, weil wir brauchen nämlich. Wie war's letzte Nacht? Rahmen und Trash-TV, das Übliche. Ich hätte gern aber mal irgendwie Nachtevent, das ist das. Warum auch immer, jetzt auf einmal nicht mehr. Ich hätte gerne die Kohle dafür. Ich hätte gerne die 12.000 mal mitgenommen. Der Fall. Hier ist noch was. Mit 9.000. Ja, wir wissen ja. Ja gut, wir würden dann 6.000 kriegen, ne? Mit dem Preisgeld. Ja, wissen wir, was wir eh machen. Schade, ich hätte gerne Millionaire's Drive gefahren. Aber kann ich nicht in die Nacht gehen? Speedy? Nee, tatsächlich nicht. Scheiße. Ich hätte gerne Nacht gefahren. Naja, dann halt nicht. Nehmen wir mal das Ding erstmal. Ist das überhaupt, was ist denn das für ein Rennen überhaupt? Nur so eine gerade nebenbei, ist das ein Drifter? Ne, ist ein Straßenrennen. Okay. Wir müssen jetzt erstmal die 20.000 zusammen kriegen, damit wir die Quali fahren können. Das ist jetzt erstmal in den nächsten Folgen die Hauptaufgabe, das heißt große Events fahren. Das ist ja, die hat natürlich diese A nur. Aber wie gesagt. Und dann fahren wir das Ding noch. Das letzte Rennen haben wir ja relativ deutlich geworden. Also ziemlich einfach geworden, mehr oder weniger. Und ich. Hey, nicht fair! Ich muss mal kurz hier vorbei, Leute. Hallo Justitia. Klar, ich will gerne deinen zweiten Platz haben. Zumindest erstmal. So, jetzt hole ich mir den Kollegen da vorne noch. Und tschüss. Kürzen wir mal ganz kurz die Nummer ab, damit wir hier den ersten Platz holen. Das ist zumindest das Ziel. Nö, das glaube ich ja weniger.
Und es, mir folgt irgendwie gerade nur einer, weil du auch, du siehst ja, die ist eigentlich schon wieder raus aus der. So, 60% haben wir schon. Okay. Nicht fertig. Vielleicht gewinnst du sogar. Nicht nur vielleicht, das werde ich auch gewinnen, das aber. Du machst mir, du bist der Einzige, der mir so ein bisschen folgen kann. Ja, so leicht war es jetzt nicht, aber wir haben trotzdem gewonnen. Und nehmen die 6000 oder die insgesamt 9000 mit. Obi war Zweiter. Na gut, der Einzige, der uns ein bisschen folgen konnte. Alles andere ist mehr oder weniger schon wieder weit, weit weg gewesen. Auch Justitia, die eigentlich, wie gesagt, das stärkste Auto im Feld hat. Haben wir das mit? Hey Speedy, ich hab gute. Warte mal, schwere 8, was war denn das jetzt? Ist das jetzt irgendwas Wichtiges? Gut, ich habe eine falsche, noch niedrige Fahrtenstufe, ne? Ich hatte jetzt 6000, das brauche ich eine Stufe. Speedrennen. Das haben wir ja ohne Probleme hingekriegt, das Ding. Der Windige City, haben wir ja gerade gemacht, den, das Ding, ne? Ja, die Kohle, die hätte ich gerne für das, für die schwere 8. Die müssen wir noch zusammenkriegen. Die 6000. Also gut, ich habe ja die Kohle eigentlich, aber. Schlechte Neuigkeiten. Hat jemals jemand einfach nur gute Neuigkeiten? Die gute Neuigkeit? Ja, es ist bei der Quali dabei. Die schlechte Neuigkeit? Ich muss meinen. Ich weiß nicht, ob sie fährt. Das muss ich später mal machen. Ihre Crew erst die Konkurrenz ausdünnen. Voll. Das ist so vorhersehbar. Jedenfalls musst du immer noch eine Menge Kohle in den Wagen stecken. Dann mal an die Arbeit. Na, so viel du ist es. Da. Sowas von fleißig. Wir sehen uns heute Abend. Peace. Geh mal mit. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen in der Nacht. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit in der nächsten. Klingt so, als ob Yes Crew darauf setzt, dass sie das Grand gewinnt und Alex Preisgeld gleich wieder in seine eigene Tasche fließt. Ganz schöner Druck. Na, sie versucht die falschen Leute zu beeindrucken. Ihrer Crew ist sie egal. Die wollen nur das Geld. Das Geld? Das kann ich verstehen. Das. War nur ein Spaß. Ja gut, wir brauchen noch ein bisschen. Die Touristen verlieren. Ja gut, es wären 1500 gewesen, so viel war es jetzt nicht. Ich sagte, es wird jetzt, würde jetzt irgendein Auto geben oder so. Takeover. Könnte man theoretisch noch ein Takeover fahren. Aber wir machen das doch erst in der nächsten Folge, weil danach geht's zur Qualifikation. Bis dahin, tschüss.